und herzlich willkommen bei einem neuen Stay-Home-Tutorial von der Valve. Heute zeigen wir euch, wie ihr mit einfachen Mitteln einen coolen Schriftzug für euer Zimmer gestalten könnt. Dafür braucht ihr eine Schneidematte, Basteldraht, eine Leuchtschnur, eine Zange, einen Föhn und eine Heißklebepistole. Am besten ist es, wenn ihr euch eine kleine Schriftvorlage ausdruckt, an der ihr euch orientieren könnt. Anschließend nehmt ihr die Zange und den Draht zur Hand, um den Draht nach der Vorlage zurechtzubiegen. Für die Spitzen unseres Schriftzugs nehme ich die Zange, um den Draht eng genug biegen zu können. Die Vorlage lege ich mir anschließend zur Seite, damit ich genug Platz habe. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Wenn der Schriftzug aus Draht fertig ist, kommt die Leuchtschnur dran. Unsere Schneidematte benutzen wir hierfür als Unterlage. Jetzt kommen auch der Heißkleber und der Föhn zum Einsatz. Mit dem Föhn erwärmen wir langsam die Leuchtschnur, sodass diese sich leichter biegen lässt. Anschließend tragen wir den Kleber auf den Draht auf. Achtet bei der Verwendung des Heißklebers besonders darauf, dass ihr euch nicht verbrennt. Im Zweifelsfall fragt einen Erwachsenen, ob er euch helfen kann. Die Leuchtschnur drücken wir anschließend auf den Draht. Dabei ist es wichtig, die Schnur einige Sekunden lang anzudrücken, damit sie später auch tatsächlich am Draht kleben bleibt. Wenn der eine Teil angetrocknet ist, kann der nächste Teil aufgetragen werden. So arbeitet ihr euch voran, bis ihr am Ende des Schriftzugs angekommen seid. Und so sieht eure Leuchtschrift dann am Ende aus. Um sie noch zu verschönern, könnt ihr überflüssige Klebereste entfernen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Stay Home Tutorial wieder dabei.